Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da mit unserem dritten Gartengespräch diesmal. Und wir haben uns die Inhalteliste nochmal angeschaut. Und wir dürfen vielmehr mitteilen, wir machen noch zwei Videos. Dieses und das nächste zu dem Thema Bilanz der letzten 5 Jahre. Denn gerade das Thema, was wir heute besprechen wollen, Sven, ist uns, glaube ich, inhaltlich so wichtig, dass es den Platz bekommen soll, den es auch verdient. Dass es den Rahmen bekommen soll, den es auch verdient, nämlich ein eigenes Video. Wir unterhalten uns heute über das Thema Ehrenamt. Ja. Ehrenamt, so eine Gemeinde lebt vom Ehrenamt, lebt von Freiwilligen. Ich meine, wir sehen selbst bei uns im Verein, wie wichtig die helfenden Hände sind. Und gerade in einer Landschaft, an einem Ort wie unserem, knapp 7000 Einwohner, zahlreiche Vereine, wo es auch darum geht, Angebote zu schaffen, für die Großen, die Kleinen, die Mittleren, da braucht man diese helfenden Hände und da wird auch im Gemeinderat viel dafür getan, ja, um diese helfenden Hände zu stärken, das Ehrenamt zu stärken. Und da reden wir sowohl über Raum, also über die räumlichen Voraussetzungen, als auch über Geld. Ja. Was haben wir da gemacht in den letzten 5 Jahren? Ja, Dennis, du sprichst mit dem Thema Ehrenamt und Raum und Geld ein sehr wichtiges Thema an. Wir haben ja viele Zielgruppen, für die es wichtig ist, Geld und Raum zur Verfügung zu stellen. Aber besonders die Ehrenamtlichen stehen vor der großen Frage, dass die Vereinsstätten, dass die Freizeitstätten, die in Neulußheim jetzt schon doch vielfach in die Jahre gekommen sind, sehr aufwendig saniert werden müssen. Auch für diese Bauten gelten dieselben umfangreichen Vorschriften, wie wir es bei öffentlichen Bauten haben oder wie es auch jeder Private hat, der irgendwas neu baut. Aber das sind schlicht und ergreifend Leistungen, die sich ein Verein in der Form nicht mehr leisten kann. Das ist einfach eine Dimension, sei es jetzt die Vorschriften zu Bau, zu Brandschutz, sei es die einzelnen Auflagen von den Formalien her, ich sage hier nur Datenschutzgrundverordnung. Es sind viele Vorschriften hinzugekommen, wo die Vereine an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Mhm. Es sind vielfach ja auch in den Vereinen Helfer weggebrochen. Das ist ja heute nicht mehr so selbstverständlich wie früher, dass man nur im Ort wohnt, im Ort lebt und sich da auch betätigt. Mehr haben wir durch die Globalisierung auch erreicht, dass mit den einzelnen weiterführenden Schulen sich der Freundeskreis schon erweitert. Man hat heute seine Freunde da, wo man dann in die Schule geht. Man ist nicht mehr nur auf den Ort fixiert. Und das stellt uns halt vor die Frage, ob wir die Vereine in der Form unterstützen können, dass wir hier einzelne Leistungen über Gebühr etwas unterstützen, damit wir für unsere Gemeinschaft hier im Ort entsprechend solide Vereine noch vorweisen können und das plurale Angebot aufrechterhalten. Ich darf an der Stelle ein paar Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel auf unserem Sportgelände den Kunstrasenplatz angelegt. Ja. Der hat Platz, der über viele Jahre, die Sportanlage wurde ja 1980 in der Form gebaut, seinen Dienst getan hat, kam doch immer im Herbst und im Frühjahr die Erscheinung, dass durch die Witterung der Platz kaum bespielbar war. Mhm. Es war immer sehr matschig und jetzt durch den neuen Kunstrasen ist es möglich, dass die Fußballer hier ganzjährig den Platz bespielen können, dass der Schulsport den Platz nutzen kann, dass auch Freizeitaktivitäten auf dem Platz stattfinden können, unabhängig von welcher Jahreszeit auch immer, weil der Platz das einfach hergibt. Ja. Ich darf erwähnen, die Rundlaufbahn für die Leichtathleten, die auch aus der Zeit war. Da wissen wir, dass wir in absehbarer Zeit die in eine Tatanbahn umwandeln müssen. Das wird ebenfalls ein sehr teures Unterfangen. Wir von den Freien Wählern haben da einen Zwischenschritt gemacht und haben gesagt, wir möchten sie von Grund auf jetzt nochmal mit der Asche sanieren, so wie die Bahn bisher ausgestattet war. Auch das hat sehr viel Geld gekostet, aber es war uns wichtig, dass unsere Leichtathleten auch hier ihren Sport in Neulußheim weiterhin nachgehen können. Und unser größtes Projekt ist an der Stelle die Harthalle. Da ging es jetzt nicht nur darum, was wir im vorhergehenden Film schon mal angesprochen haben, die bestehende Halle zu sanieren und auch tauglich für die neuen Vorschriften zu machen, sondern wir treten auch sehr stark dafür ein, eine zusätzliche Sport- und Kulturhalle zu bauen. Wir haben für unsere Theatergruppen, wir haben für unsere Musik- und Gesangsvereine nicht die adäquate Veranstaltungsstätte, wo wir auch mit zeitgemäßer Technik
arbeiten können. Wir sind froh, dass viele Konzerte in der Kirche, in der Aula oder in kleineren Hallen oder Sälen stattfinden können. Aber eine richtige Konzerthalle haben wir nicht, können wir uns als alleinige Konzerthalle so auch nicht leisten. Aber wir können es in Verbindung mit einer Sport- und Kulturhalle tun. Die wird barrierefrei sein. Da können auch Messen, Ausstellungen, wie etwa die Leistungsschau des Gewerbevereins drin stattfinden. Und das sind die Dinge, die uns groß baulich wichtig sind. Aber Ehrenamtsunterstützung bedeutet für uns auch im Kleinen, dass wir auch die Vereine unterstützen, die weniger im Fokus stehen. Wir haben sehr gerne bei den Kleintierzüchtern die Zaunanlage bezuschusst, die damals ausgetauscht werden musste am Altreuthweg. Mhm. Jeder kennt das Goggelfest, aber kaum einer kennt die Sorgen und Nöte, die dieser Verein hat. Ja. Wir haben bei dieser Gelegenheit auch bei anderen Vereinen Baumaßnahmen unterstützt. Aktuell gerade der Turnerbund mit seiner kleinen Turnhalle am Mestplatz, wo der Boden jetzt nach 20, 30 Jahren ausgetauscht werden muss. Ja. Sind immer wieder Dinge, wo die Vereine dann hilfesuchend auf uns zukommen. Wir haben bei unserem Vereinsvertreterabend bei dem letzten auch einen Referenten da gehabt, der sehr explizit zum Thema Datenschutzgrundverordnung referiert hat. Also wir versuchen da auch rechtlich Hilfestellung zu geben, weil wir zunehmend sehen, dass die Verantwortlichen, denen man nicht genug danken kann, mit der eigentlichen Kernaufgabe ihren Sport, ihre Kultur oder ihre Betätigung anzubieten, irgendwo an die Grenzen stoßen und die baulichen, die formalen und auch die rechtlichen Vorgaben kaum noch so in der Form erfüllen können. Und das ist unser Anliegen bei uns Freien Wählern. Ja, da sieht man, wieso wir diesem Thema ein eigenes Video widmen wollten und auch gewidmet haben, denn das Thema ist unglaublich vielfältig, geht über verschiedenste Bereiche hinweg und ich bin übrigens der Meinung, ich glaube auch, dass es ganz vielen unserer Zuschauer so geht, dass dieses Thema EU-Datenschutzgrundverordnung, da verstehen einige die Welt nicht mehr, gerade im Vereinsbereich, wenn man schon ab geringer Anzahl an Menschen einen eigenen Datenschutzbeauftragten benennen soll. Ja. Das ist ja fernab jeglicher Realität. Aber wie auch immer, wir haben uns gefreut, dass wir heute bei unserem dritten Gartengespräch nochmal zusammengekommen sind. Wir wünschen Ihnen jetzt alles Gute. Freuen Sie sich auf unser nächstes Video. Wir haben noch was im Köcher. Darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und eine gute Woche für Sie.